Hallo Mitmenschen und willkommen zurück zu Mega Man X5. Beim letzten Mal haben wir zwei Missionen geschafft, die mir jetzt nicht so sehr gefallen haben. Und wir sind auf jeden Fall kurz davor, diese Enigma zu vervollständigen. Das sieht man da, diese obere Reihe ist die Enigma. Ich habe inzwischen durch mal nachgelesen und erfahren, wofür die untere Reihe ist und die anderen Bosse, aber das wurde uns im Spiel nicht gesagt, deswegen ignoriere ich das einfach mal. Und würde einfach mal hier den Typen machen, damit wir die Enigma mal verwenden können. Der Izzy Glow. Wir haben jetzt noch 11 Stunden bis Kollision und versuchen das irgendwie zu retten. Und ich habe mal links mit den Teilen geschaut, da habe ich nichts rausgekriegt, da irgendwie diese Teile, die wir gelegentlich da am Ende geschenkt bekommen haben, auszurüsten oder so. Also da ist nichts passiert. Ich habe alle Knöpfe gedrückt und wenn das Spiel es von selbst nicht erklärt und es jetzt nicht essentiell ist, würde ich es auch nicht nachschauen, weil ich versuche das Spiel möglichst blind zu spielen, weil es halt blind ist. Oh, guck mal, das Ready ist verschwunden und ich bin auch nicht gestorben. Das ist ein guter Start in ein Level. Sieht auch schon mal ganz nett aus. Aber nee, das war wirklich extrem. Okay, und ja, wenn man nicht gerade am Sterben ist, dann sagt es einem sogar mal Bescheid. Gut. Wir können viel über Dr. Izzy Glow lernen, just indem wir uns sein Labor anschauen. Er ist der Weltbeste in der Lasertechnologie. Und deswegen ist sein Laser auch sehr nützlich für die Enigma. Ich hoffe, er wird ihn uns freiwillig geben, aber ich habe gehört, dass er eine sehr sturköpfige Person ist und das könnte vielleicht nicht einfach sein. Ich frage mich nur, was wir dagegen tun könnten gegen dickköpfige Personen. Wir sind natürlich völlig friedfertig und so weiter, haben bloß ein großes Arsenal zur Auswahl. Ich will mal kurz gucken, was haben wir denn so weit? Also ich würde es jetzt nicht Boomerang nennen, aber sieht so kurvenmäßig aus und schießt so in verschiedenen Winkeln nach vorne, okay. Ach ja, und ich kann ja normal schießen. Das ist recht ungewohnt von einem Mega Man-Spiel. Deswegen muss ich mich mal dran gewöhnen. Ich kann auch ganz normal weiterschießen. Ich muss halt nur einen anderen Knopf immer verwenden für die Spezialschüsse. Ansonsten ist alles okay. Und das sieht so aus, als würde ein Dauerfeuer auf mich ausrichten. Das passiert aber gar nicht. So, was ist das? Das sieht sehr stark nach Elec-Man aus Mega Man 1 aus. Und bevor ich natürlich irgendwas erklären kann, ohne jede Sekunde unterbrochen zu werden, Alia, werde ich natürlich von Alia unterbrochen. So, diese Plattformen können nicht zerstört werden und muss halt im richtigen Moment durchgehen. Ja, man hat schon recht früh erfahren, dass Stacheln und so weiter tödlich sind und es ergibt sich. Ich weiß nicht, ob man drauf landen darf, aber aktuell habe ich keinen Grund dazu, das zu versuchen. Also, aua. Oh, stimmt. Könnte es sein, dass man durch hier den Rückstoß in die Gegner, in die Stacheln reingestoßen werden könnte. Ach so, da oben kann ich jemanden retten anscheinend. Dafür brauche ich irgendwas, was nach oben schießt. Das schießt nach oben, reicht aber nicht. Auf jeden Fall, die drei Blitze haben mich halt an Elec-Man erinnert. Der konnte das ja auch in drei Richtungen schießen. Bloß, dass hier die Blitze auch an der Wand weiterlaufen als Kugeln. Das ist äußerst praktisch. Und das war irgendwie hier dieser Bodenschuss, genau. Sieht sehr nach dieser Suchschlange aus Mega Man 3 aus. Ich kenne mich inzwischen aus, weil ich ein bisschen die NES-Teile gespielt habe. Immerhin etwas. So. Hier rüber, mir fehlen 7, 8 und 9, wen das interessiert. Ansonsten kenne ich die 10 Original Mega Man Teile. So. So, und jetzt solltest du auf die Plattform springen. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass ich nicht in die Stacheln und mich von unten an die Todesstacheln ranhängen sollte. Das, ja. Ich hänge hier einfach mal ein bisschen ab. Den kann ich nicht abschießen. Ich weiß nicht, was der macht. Das hat jetzt nicht wirklich wehgetan oder so. Und ich versuche mich da nicht einquetschen zu lassen. Das war jetzt nicht weiter aufregend. Ich dachte schon jetzt Sigma-Virus oder so, aber nein. Ja, so eine Bodengegner sind ein bisschen nervig. Dagegen habe ich ja jetzt was. So, das klappt doch wunderbar. So, hier wieder warten. Ansonsten, das ist ja jetzt nicht wirklich kompliziert. Man muss halt nur kurz drauf warten. Na, stimmt, jetzt konnte ich den einen Typen da nicht retten, vermutlich, weil ich die... Ja, weil ich die Waffe nicht habe. Und natürlich, wenn der Schuss auf dem Boden lang geht, dann kann man natürlich auch nicht abfeuern, so. Zumindest wird einem hier gezeigt, berührt diese komischen Typen, dann ist alles gut. Es ist auch nicht sehr bedrohlich, außer man wird eigentlich gezwungen, in ihn reinzurennen. So, die Tür unter uns sollen wir zerstören und in den nächsten Raum weitergehen. Das sollte machbar sein. Mal schauen, gehen die runter, so, dann vorbei. Ich kann das hier nicht aufschießen. Ach so, the door below. Ja, die Tür, die ein bisschen niedriger geradeaus liegt. In einem Spiel, wo ich nur laufe und schieße und gelegentlich springe, wäre ich vielleicht von selbst drauf gekommen auf eine Wand, die etwas seltsam aussieht und vor allen Dingen farblich genauso wie die Wand, die wir ganz am Anfang des Levels zerstört haben.
Also die Erklärungen sind meistens unnötig. Ich weiß nur, das hier würde ich gern wissen, was das hier soll. Was passiert hier? Es macht mir keinen Schaden. Es sieht komisch aus. Und ich... Caution. Ach so, unten links, jetzt sehe ich, da hat sich was geändert. Siehst du dieses diese Anzeige da unten links? Die habe ich zum Beispiel nie bemerkt. Ich dachte, das wäre jetzt hier unsere Waffe, die da vielleicht nochmal angezeigt wird aus irgendwelchen Gründen. Oder so. Ja, ich habe die nie beachtet. Vor allem ist die ja unten in der Ecke versteckt. Aber dass wir eine Wand aufschießen können sollten, das wird uns betont. Ich finde hier die... Oh Gott. Au. Ja. Ich finde die Auswahl an den Sachen, die einem erklärt werden, extrem verwirrend. So, das kann ich kaputt schießen. Au, da hätte ich nicht reinspringen sollen. Das war jetzt nicht so sinnvoll. So, einfach rein. Wieso? Ach so, ich kann nur den Schwarzen angreifen. Na gut. Das lässt sich machen. Gut, nee, anscheinend geht wirklich nur der Schwarz. Dann muss ich immer auf den zielen. Und fangen wir jetzt keiner hier mit der Hautfarbe von Menschen an. Die anderen sind rosa, das hat nichts damit zu tun. Oh, ich kann nicht auf den stehen bleiben, wenn die sich hochdrehen. Na super. Was ist das eigentlich für eine bescheuerte Perspektive der Treppe? In X4 gab es sowas ähnliches auch mal, das weiß ich noch. So, ich versuche mal schnell durch. Hey, das klappt sogar. Jetzt verfolgen die mich. Da gab es das auch, aber da hat man die Treppenstufen von der Seite gesehen. Ich meine, wie läuft hier, wenn man das von vorne sieht? Der müsste jetzt hier irgendwie so 30 Grad über dem Boden, der liegt hier fast. Das ist fast so wie so ein Motorrad, das so in eine engen Kurve reinfährt. Der muss hier über den Boden rennen. Wenn ich dran denke, werde ich dazu ein Bild zeichnen. Aber das ist doch absurd, die Perspektive hier. Das sieht cool aus, das gebe ich zu. Es ist völlig bescheuert. Okay, kurzer Einschub. Ich habe jetzt wirklich mal probiert herauszufinden, so in etwa welchem Winkel oder so weiter jetzt der Mega Man steht, weil die Perspektive ist ja offensichtlich ziemlich daneben. Habe jetzt hier mein Animationsprogramm geschnappt, das ist eigentlich für 2D-Zeugs da, aber man kann auch so ein bisschen mit 3D hantieren oder zumindest die Ebenen ändern. So, ich habe dann eben angeschaut, dass ich halt ein Rechteck genommen habe, weil die Treppenstufen sind hier nun mal relativ rechteckig. Es war eine riesige Wendeltreppe, aber so wie die von der Größe und Anordnung ist, sind die sehr, sehr rechteckig. Und habe dann effektiv es versucht, dieses Rechteck so nach hinten kippen zu lassen, dass es sozusagen etwa aussieht wie die Treppenstufen. Denn dann müsste mein weißes Rechteck hier auch etwa den Winkel haben, den diese Treppenstufen haben. Und das vergleiche ich dann einfach mit dem Mega Man, den ich einfach gerade genauso wie er gerade steht, angucke. Und dann habe ich hier einfach dieses Hintergrundbild mal rausgenommen, weil das konnte ich jetzt nicht so drehen, weil das ist ja ein 3D-Modell. Aber meine weiße Stufe sollte jetzt etwa so im Raum liegen, wie auch die hinteren Stufen das tun. Und dann konnte man sich das jetzt von der Seite anschauen. Und das sieht dann so aus, wenn der Mega Man genauso stehen würde, dann hängt die Treppenstufe so und er steht nicht wirklich drauf. Was ich dann gemacht habe, war auch das ganze Bild so zu drehen, dass dann der Boden auf dem Boden ist. Und dann sieht das in etwa so aus. Das heißt, ja, der Mega Man liegt ein bisschen mehr auf dem Boden, als dass er steht. Ja, das war auch schon alles, das wollte ich eigentlich nochmal zeigen. Ich kann auch nochmal ein Bild aus so einer ähnlichen Treppenstufe aus Mega Man X4 zeigen, wo die Perspektive deutlich besser ist, sodass es auch wirklich halbwegs von der Seite aussieht. Aber es wäre es auch schon, weiter geht's mit der Folge. Gut, ein Level 1 Boss. Ich weiß nicht, ob diese Level irgendwas groß auszusagen haben. Irgendwas war mal mit hochlevige Bosse geben uns irgendwelche Sachen und das war dann irgendwie auch der Fall ein bisschen. So, diesmal bleibe ich nicht auf ihm stehen, weil das tut ja weh. Na, wie gesagt, ich habe es kurz ausprobiert vorm Aufnahmestart, aber ich konnte nichts aktivieren und wollte es jetzt nicht nachlesen. Ich bin schon beschäftigt, die englischen Texte jetzt bin ich blöde Position. Aua, zweimal getroffen. Ich lese nämlich vor ein bisschen mal die englischen Texte durch, damit ich grob eine Ahnung habe, worum es geht, weil sonst sind die Textboxen nicht zu verkraften. Speziell, wenn sie ständig kommen und dann auch noch zu völlig verschiedenen Themen. Auch wenn es meistens halt offensichtlich ist, aber trotzdem. Ja, das läuft ja ganz gut soweit. Ein bisschen warten, immer auf den Schwarz ziehen. Wow, das war knapp. So, ansonsten hätte ich noch knapp hinter dem anderen runterspringen müssen. Aber das hat sich jetzt erledigt. Transportkapsel-Dingens. Ja, Teleporter. Gut, weg von hier. Jo. Natürlich in einer, hier... echten Welt und so, und wenn es realistisch wäre, dann würde natürlich jemand einfach den Transporter manipulieren oder einfach ausschalten, damit wir nicht weiterkommen. Dann müssten wir vielleicht theoretisch an der Wand irgendwo hochkraxeln oder dafür sorgen, dass der Transporter nicht mehr funktioniert in dem Moment, wo wir drin sind und uns tötet oder so.
Aber das ist jetzt unwichtig. Wir sind in der Zukunft und das, keine Ahnung. Ist ja nur ein Experte für Lasertechnik. Was hat der Ahnung von Technik? So, also das Verteidigungssystem ist angeschaltet. Das habe ich gemerkt. Sie greifen dich an mit starkem Plasma. Wenn du irgendeine Waffe hast, kannst du sie vielleicht ausschalten. Ja, also Waffen habe ich. Ich glaube, abschießen einfach so. Ah, geht nicht unbedingt. Ich kann auch nicht alle benutzen anscheinend. Oh. Ich kann mit dem Blitz das Plasma kaputt hauen. Wie sieht's damit aus? Geht das auch auf die Kanone? Nein. So, kann ich mit dem Ding das Plasma ausschalten? Ja, und ich kann damit auch die Kanone ausschalten. Das ist also die Waffe, die hier am besten funktioniert. Die anderen klappen nur gegen die Kugeln. Und die geht gegen beides. Dann mache ich mal hier alles platt einfach. Es könnte sein, dass es natürlich dann auch die Boss-Schwäche ist, weil die Waffe, die am besten in der Boss-Stage funktioniert, in den Mega Man-Spielen speziell, ist dann meistens auch das, was am Ende für den Boss praktisch ist. Oder halt in den Spielen, die so ähnlich sind. Wie ich habe irgendwann mal hier sowas wie Gunvolt erwähnt, das ist im 3DS eShop gewesen. Also es gibt auch neuere Spiele dieser Art. Energie schnappe ich mir. Sehr gut. Diesen komischen Sigma-Geist-Virus-Wolke weiche ich mal aus. In der Welt voller Technik und so weiter ist ein bisschen komisch hier mit so einer Art Geistern zu tun zu haben, weil es sieht einfach nicht aus wie Technik. Mit Plasma kann ich was anfangen, deswegen es geht mal in Richtung überhitztes Gas und so weiter. Aber das hier, Dr. Izzy Glows Raum ist direkt über dir. Da sind verschiedene Plasma-Kanonen im Weg. Und benutze eine Waffe, die nach oben schießt. Was mache ich, wenn ich diese Stage als erstes ausgewählt habe? Außer die Tür öffnet sich so. Das, was ich für wahrscheinlich halte. Aber ich würde jetzt hier... Wow. Einfach so... Okay. Nein. Jetzt. So schnell bin ich jetzt nicht drauf gekommen, hier schnell auf die Waffe zu wechseln. Ich hätte hier den Blitz gut gebrauchen können. Das stimmt schon, um die Kugeln notfalls abzufangen. Kann ich hier auch umschalten? Das sollte gehen. Gut, ich habe auch keinen Grund hier, den Blitz und so weiter alles nicht auszuwählen, weil ich ja, wie gesagt, die ganze Zeit auch ganz normal angreifen kann, selbst wenn das Ding ausgewählt ist. Sorgt nur dafür, dass ich es nicht aus Versehen aktiviere, aber das liegt auf dem oberen Dreieckknopf. Da sollte ich eigentlich nicht aus Versehen ankommen. Ist nur komisch, weil die Kanonen eben so komisch schräg nach vorne schießen und dann auf einmal, wenn es aber eine Wand vorher berührt hat, dann fällt es direkt nach unten. Das war gerade ein bisschen verwirrend. So, darüber und das war's auch. Einen Schuss habe ich gebraucht, um da mal lang zu kommen. Ja, dafür brauchen wir die Waffe nicht wirklich. Das hätte man auch so machen können. Und wie immer kämpfe ich als klassischer X gegen die Bosse. Moment. Hier unten. Nee, das... Ich wollte nur mal sehen, ob hier irgendwie diese komischen Waffen noch irgendwo sind, was ich so gefunden habe zwischendurch. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Das waren irgendwelche anderen Sachen. So ein Generator als stilles Bild im Hintergrund sieht sehr komisch aus. Hätte man da nicht so eine 2-3 Bildanimationen draus machen können oder es bei den Generator ganz ausschalten oder nur mal ganz kurz am Anfang. Sieht ein bisschen komisch aus, das so als Standbild im Hintergrund zu haben. Naja, mit den Lichteffekten geht. Können vielleicht ein bisschen irritierend werden, aber gut. Was für ein dankenswerter Eintritt. Dieses Labor ist so stark mit dem Virus infiziert. Es gab einfach keine andere Möglichkeit, hier reinzukommen. Ihr Jäger habt das immer so gemacht. Meine Arbeit ist nicht für die Maverick Hunter. Ich habe niemals eurem Ansatz vertraut. Und deswegen werde ich nicht mit euch kooperieren. Doktor, ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu streiten. Bitte, verstehen Sie doch. Mein Körper wurde inzwischen schon infiziert. Es mag sein, dass ich mich irre, aber es ist viel zu spät, um das noch zu ändern. Ich habe mich schon längst entschieden. Und nun lass mich in Frieden ruhen. Ja, also er will sterben. Toll. Und deswegen kämpft er gegen uns, genauso wie der Bär. Also irgendwie, das habe ich mal so grob drüber gelesen, dass die irgendwie öfters sagen, so von wegen, sie haben zwar noch irgendwie ihre Meinung und können auch ganz normal reden und erkennen, dass sie vielleicht infiziert wurden und böse werden, dabei sind oder jetzt irgendwie den Drang verspüren, gegen einen zu kämpfen. Aber
Die Teleportationen sind gerade ein bisschen verwirrend. Aber sie kämpfen ja trotzdem irgendwie relativ normal, oder würden sie dann voll heftig kämpfen, ohne Rücksicht auf irgendwas? Oh, das hat sogar gut geklappt. Das ist schön, wenn man es mit ein bisschen Erfahrung aus anderen Spielen hat. Speziell mit der Boost-Mechanik. Kenne ich aus Zero, dass man solchen Strahlen ausweicht. Das ist schön. So. Vor allen Dingen immer das Timing ziemlich präzise. Und dann sollte das auch klappen. Ja, ist trotzdem komisch, dass die nicht versuchen, ein paar Sekunden still zu halten, damit man schon mal die Hälfte abzieht. Aber dann wäre das Spiel ja langweilig, aber... Warum müssen sie dann sagen, dass die Typen überhaupt noch... Aua. Wie soll ich dem ausweichen? Das frage ich mich gerade ernsthaft. Da bewegt sich gerade zu schnell. Ich habe noch... Ich will ja jetzt nicht sterben. Der sollte sich im nächsten Level hinreichend auffüllen, damit ich da bis zum Boss wiederkomme. Okay. Einfach draufballern. Das Übliche. Ach so, so eine Aktion macht er. Ja gut, das gibt's ja auch. Von mir aus. So, ja, Subding war vielleicht doch ein bisschen nötig gewesen. Teleportiert mir wirklich zu viel. Gut, das sollte es gewesen sein. Jupp. Sehr schön. Warum können sie dann nicht einfach schreiben, so von wegen, die sind jetzt böse, boah, ich hasse dich, blablabla. Fertig, aber dieses, ich bin bei Bewusstsein, aber kämpfe trotzdem so, als würde ich dich töten wollen, es kommt irgendwie nicht so richtig rüber. Ich glaube, bei manchen ist dann so, dass sie einfach Maverick sind und einen versuchen zu töten, Ende. Bei dem Original Mega Man X hat er gar nicht erst versucht zu streiten mit den Leuten, aber das passt jetzt zu X Charakter nicht, dass er hier so versucht, Sachen friedlich zu lösen, deswegen redet er mit denen, aber So, ich habe natürlich wieder seine DNA, blablabla, Waffen habe ich gefunden und irgendwas. Okay, und ich darf mich wieder entscheiden für irgendwas. Ich wechsle hier einfach immer hin und her. Und auf jeden Fall haben wir den Laser für die Enigma, also oder Programm oder Linsensystem oder Antrieb oder Kristalle oder keine Ahnung. Irgendwas für die Enigma, das halt mit dem Laser hilft. Bekommen! Es sah nach einem ruhigen Labor aus. Aber das Innere war vollkommen in Ruinen. Der Sigma-Virus hat völlige Unordnung hier beigebracht. Um diese Situation zu retten, ja, müssen wir hier gut seinen Laser einsetzen. Genau. Jo, und wir haben den Laser zurückgenommen und danke für alles. Und wir treffen dich an der Jägerbasis sehr gut. Genau, und ich möchte natürlich speichern. Die Enigma ist endlich vollständig. Sie ist alt, aber wir konnten sie mit einigen Geräten verstärken. Alles sollte jetzt funktionieren. Okay, wir sind bereit. Es ist soweit. Wir werden die Enigma starten. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Das Energieniveau, die Kraftquelle, der Winkel. Alles ist bereit. Verstanden. Bereit machen. Feuer! 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 Haben wir es geschafft? Ist sie abgestürzt? Alia, den Bericht, schnell! Negativ. Wir haben nur 62% zerstört. Wir haben gerade so den Orbit verändert und verzögerten den Aufprallzeitpunkt. Verdammt! Die Enigma hat versagt? Ja, aber wir haben noch einen Backup-Plan. Wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren. In Ordnung. Wir werden die Raumfernoperation durchführen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Die Zukunft der Erde hängt von uns ab. Dies ist unsere letzte Hoffnung. Die Raumfähre wird sich der Kolonie nähern und in sie hineinfliegen. Die Piloten werden in letzter Minute herausgeschleudert. Das ist sehr gefährlich, da sie von der Explosion erfasst werden könnten. Ich fürchte allerdings, dies wird letztlich scheitern, wie auch die Enigma. Wir müssen zuvor so viele Geräte wie möglich einsammeln, um damit die Raumfähre zu verstärken. Aber der Autopilot funktioniert leider nicht. Okay, sammelt so viele Komponenten, wie ihr könnt. Wir werden sie dann hier upgraden. Dies ist unsere letzte Chance. Ich weiß, diese Mission ist für euch alle anstrengend, aber das Wichtigste ist es nun, optimistisch zu bleiben. Na dann, an die Arbeit! Unsere einzige Hoffnung ist die Raumfähre. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ich berichte euch nun von den 4 Mavericks mit den nötigen Gerätschaften.
Okay, wir fangen jetzt wieder mit der Beschreibung der nächsten vier Bosse an. Und tatsächlich, die haben auch wieder Teile, aber die konnten wir bisher überhaupt nicht gebrauchen. Na gut, gehen wir mal kurz durch. Wir haben hier Axel, der Rote, der hier die Orbiter-Antrieb besitzt. Also irgendwas mit Orbital, was weiß ich, vielleicht hilft es da irgendwie einen Kurs zu halten. Ja, wer weiß. Matrix, also ich weiß nicht, ob es ein Anspiel auf Matrix ist. Kommt auf die Zeit an, weil das Spiel rauskam. Aber auf jeden Fall Rex wegen. Sieht nach einem Dino aus. So, hier unser Booster. Ja, also er kann eben die Rakete, also irgendwas um die Raketen zu verstecken, den Antrieb, was ist ganz praktisch ist, um hinzukommen oder schnell abzuhauen. Skeever. So, von, achso, der Reploiden Luftwaffe. Okay. Orbiter Wing. Okay, also auch wieder irgendwas, was halt dem Shuttle hilft und so weiter. Und der dunkle Dizzy. Mysteriös. Und er hat hier einen Tank. Ja, also ein bisschen Benzin oder gut, nur mein Benzin benutzen die glaube ich nicht, aber die versuchen ja anderen Brennstoff da auf jeden Fall aus der Rakete rauszudonnern, um die zu bewegen. Aber auf jeden Fall, Treibstoff ist sehr wichtig für Raketen. Ja, we have little time. Ja, natürlich. Und so schnell wie möglich. Wieder sammeln, genau. Ja, das habe ich irgendwie auch mal gesehen. Das Problem ist halt, dass ich hier mit den englischen Textboxen und so weiter ein Skript geguckt habe und da stand dann irgendwas mit Enigma schafft es, Enigma schafft es nicht. Also es gibt hier auch am Ende noch verschiedene Szenarien. Ich weiß nicht, wie man die erreicht. Ich kann nur Vermutungen anstellen und möchte auf die auch gar nicht eingehen, weil ich habe keine Ahnung, worauf das hier zuläuft, aber ich spiele sozusagen einfach ganz normal. Aber ich wollte halt nur die linke Spalte zuerst machen und das wurde vom Skript tatsächlich auch so gemacht. Denn das war von der Geschichte her der einzig sinnvolle Grund. Es gab hier keinen Grund, die vier hier zu machen, wenn wir unter Zeitdruck sind. Und deswegen habe ich die vier links gemacht, haben wir gemacht und damit konnten wir den Enigma starten. Allerdings, ja, wir haben das Ding beschädigt, einen weiter größeren Orbit nochmal rausgeschickt. Und tatsächlich hat das keine Auswirkung darauf, wie viel Zeit uns noch bleibt, weil es irgendwie immer noch 11 Stunden sind. Also irgendwie scheint das Spiel das von vornherein berechnet zu haben, dass das Ding genauso zur selben Zeit ankommt wie nicht, obwohl Ali ja gerade irgendwas anderes gesagt hat. Ja, und das ist eigentlich der Grund, weswegen man die vier anderen machen sollte, dass man eben da weitere Teile bekommt oder es hat vielleicht irgendwie Auswirkungen dann aufs Ende und so weiter. Aber es war irgendwie klar, dass hier noch nicht alles zu Ende sein kann, wenn es hier noch Bosse gibt, die wir nicht behandelt haben. So, und damit ich hier nicht zu viel Spoiler mehr lesen muss, versuche ich halt mich an mein Skript zu halten. Ansonsten ist das Spiel blind, aber so ein bisschen die Dialoge, die sind meistens, wie ich schon gezeigt habe, eigentlich nicht weiter wichtig und die Geschichte ist jetzt nicht so fesselnd. Wie gesagt, man konnte daran denken, dass hier noch Bosse sind, sich denken, dass es nicht weitergeht und deswegen nehme ich jetzt übrigens ihn hier, weil der stand einfach als nächstes drin. Und den nehme ich einfach mal, weil jetzt geht es einfach darum, die anderen vier zu machen. Was ich mal gesehen habe, kurz nebenbei, man kann die Zeit auch auslaufen lassen, ohne auf die Enigma, ohne auf die Eurasia-Kolonie zu schießen und so weiter. Und ich weiß nicht genau, was dann passiert, weil irgendwie sind nicht alle tot, aber wie, ob das Spiel noch irgendwie weitergeht oder einfach Game Over ist, das weiß ich nicht. Aber also es gab verschiedene Szenarien, wie das hier in der Mitte abläuft. Wann, ob geschossen wird, wie der Schuss verläuft oder ob überhaupt geschossen wird. Und so weiter. So. In Space. Auf erste Sicht sieht es auch aus, als würde das hier ein ganz normales Planetarium sein. Aber in Wahrheit ist es ein Weltraumlabor. Also warum borgst du dir nicht einfach einen Antriebstank für das Shuttle? Aber bevor du das tust, da ist etwas Seltsames mit dem Planetarium. Also das Sigma-Virus hat hier die ganze Einrichtung inzwischen schon verschmutzt. Das heißt, dein Besuch des Planetariums wird wohl sehr interessant, vermute ich mal. Ja, viel interessanter als diese... Wow. Als unser Besuch zu diesem Schrotthaufen mit dem komischen fliegenden Bike, da wird's wohl nicht, wo man hier stirbt, ohne irgendwas getan zu haben. Ja, Planetarium, also irgendeine Kuppel meistens, in der halt hier die Sterne und so weiter angezeigt werden können. Und ja, man sieht hier gleich durch die Animation ja offensichtlich, es ist hier nicht der echte Nachthimmel, denn so schnell ändert sich da nichts. Und ich will diesen Typen hier aus dem Weg haben. Ich glaube, das Spiel wird durch die Animation im Hintergrund ja deutlich verlangsamt. Immer wenn das Ding auftaucht, wird es irgendwie langsamer. Das ist ungünstig, weil es ständig auftaucht. Na, dann springe ich einfach rüber.
Ich dachte nur, ich kann den Level vielleicht ein bisschen beschleunigen, indem ich über Gegner rüberspringe. Aber dann kommt Alia. Okay, sie empfängt wieder Maverick-Signale. Und wir sollen aufpassen. Ja, ach nee, ich habe nach den paar Robotern, die mich ja einfach so angegriffen haben, nicht gemerkt, dass hier vielleicht Gegner sind. Au. Das ist wirklich ein bisschen nervig hier. Ja, natürlich, hier werden noch irgendwelche Sterne zu. Sternzeichen und, oder Tierkreiszeichen, habe ich mal irgendwie gehört. Verbunden, aber es hilft uns auch nicht. Es sind auf jeden Fall nicht unsere. Aber tatsächlich sind ja unsere auch nicht die einzigen. Also ich meine, man hat sich damals hier zum Beispiel in China und Australien und so weiter nicht abgesprochen, aber auch andere Kulturen haben die Sterne zu irgendwelchen Mustern verbunden und da kommen überall ganz verschiedene Sachen raus. Au. Ja, ich glaube, bei uns sind es meistens mehr so griechische Sagengestalten, so sehr oft in unserem Bereich, aber es sind natürlich verschiedenste Einflüsse, weil Europa ist groß. Ja, davon habe ich auch schon ein bisschen gehört, dass es da Unterschiede gibt. Es gibt nämlich hier auch an der Uni manchmal hier Leute, die machen zu verschiedensten Themen Vorträge und da kriegt man auch sowas mit. So. Muss hier noch ein bisschen aufpassen mit diesen komischen Fledermäusen. Stimmt, ich wollte mich gerade so fragen, was haben die Fledermäuse hier eigentlich mit dem Planetarium zu tun? Und dann fällt es mir ein, natürlich, weil der Boss eine Fledermaus ist. Ach so, diese Bomben sind so extrem tödlich, okay. Wenn man jetzt natürlich fragen will, warum der Fledermaus-Boss was mit dem Planetarium zu tun hat, das ist natürlich wieder was ganz anderes. Könnt höchstens vermuten, weil es hier halt mit Dunkelheit zu tun hat. Also hier, ne, Sterne beobachtet man im Dunkeln, ne, weil sonst die Sonne ein bisschen die Sicht beschränkt. Aber das wüsste ich auch nicht. Also mehr nicht. Also Fledermäuse fliegen nicht im Weltall rum. Das ist ungesund. Jo, und ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich hier mit diesen Typen anfange. So. Jetzt habe ich hoffentlich verstanden, worum es geht. Die lassen Stacheln in den Boden fallen und wenn ich auf die springe, weil Stacheln sind tödlich, dann bin ich tot. Ah. Ja, Alia betont mir, oh, hier sind Gegner. Ja, ich drücke diesen Knopf, um eine Tür zu öffnen. Ah, dass diese blöden Fledermäuse hier Stacheln fallen lassen, oder... Ist hier genommen. Nein, also auf die Stacheln hier aufpassen. Nee, habe ich jetzt auch gemerkt. Hier diese Anfangstextbox mit ihr, die ist auch jetzt beim zweiten Mal gar nicht mehr aufgetaucht. Das heißt, es hätte nicht geschadet, wenn sie uns mal kurz sagt, so von wegen... am Anfang von der... dieser Turbo-Jet-Stage. Von wegen, pass auf. Das hätte ja mir schon völlig gereicht. Ja, das hätte dann auch bei den ganzen nachfolgenden Versuchen nicht mehr auftauchen müssen, so wie jetzt hier. Ach so, die Stacheln verschwinden nach einer Zeit, aber die Gegner tauchen dann auch wieder auf. Okay. Dann nutze ich einfach mal meine Zweitwaffe hier. Aber der Gegner steht da jetzt ziemlich blöd. Ich glaube, das haben die Entwickler absichtlich gemacht. Ja, da springe ich halt schnell in ihn rein und das... Wenn ich hier ewig mich aufhalte, dann nehme ich auch nur Schaden die ganze Zeit. So. Na, wunderbar. Die Gegner sind kaum anzugreifen und die Typen tauchen hier regelmäßig auf. Sieht wieder nach einem nicht ganz so angenehmen Level aus, habe ich so das Gefühl. Da dachte ich, jetzt bin ich so gut drauf hier, jetzt klappt das alles mal. Die andere Stage war ja auch wieder leicht, aber irgendwie... Die Schwierigkeitsverteilung in den Leveln ist hier sehr durcheinander, würde ich sagen. Ja, ich weiß, wir befinden uns jetzt auf der rechten Spalte, aber danach kann man ja offensichtlich nicht gehen, weil gleich hier zweite Zeile, erste Spalte schon, da war ja dieser Terror-Level am Anfang, wo man getötet werden kann, bevor man überhaupt richtig im Bildschirm war. Also das scheint überhaupt nichts auszusagen, die Reihenfolge, und deswegen nehme ich das auch nicht als Hinweis an, dass man sich damit irgendwie wehren kann. Was ich noch nie ausprobiert habe, ist meine neue Waffe. Das will ich mal schnell tun. Ich habe sie nicht ausgewählt. Da steht noch ein kurzer Text. I think I'm using, also ich kann damit mit einem Glühwürmchen angreifen. Ach so, den Angriff. Okay. Sieht interessant aus. Es nimmt auf jeden Fall viel Energie weg von meiner Leiste, aber ich weiß nicht wirklich, was das für Vorteile hat, damit anzugreifen.
Nee, ich weiß wirklich nicht, wie ich hier diese Stelle wirklich machen soll. Außer, dass ich halt schnell weit genug springe, wo noch keine Stacheln platziert wurden. Das auch scheint eine gute Idee zu sein. Ach ja, ducken. Das daran muss ich mich noch gewöhnen. Au. Dann versuche ich zumindest meinen Subtank halt aufzufüllen oder halt meine eigene Energieleiste, damit ich mich irgendwie am Leben halte. Gut. Und weiter geht's. Ich vermute, du brauchst den Lift hier vorne und er ist unstabil. Okay, aber es geht wohl nicht anders. Okay. Findest du irgendwas? Nee. Also dem Ding einfach folgen und sich von diesem blöden Mitteil. Ich komme mit dem nicht klar. Von den Typen. Oh Gott. Ja. Pass auf den Pfad und so weiter. Es bewegt sich nicht in die richtige Richtung. Bis jetzt schon. Also wenn irgendwas gefällig ist, dann einfach abspringen. Ach so, weil es in gerade diesem Moment, wo man es noch gar nicht gesehen hat, was jetzt abgeht, weil eben saß noch völlig noch. Sind die Stacheln wirklich exakt in dem Moment? Ich wollte mich gerade so freuen. Oh, die Stacheln sind wirklich gerade in dem Moment verschwunden, wo ich auf die Plattform springen wollte. Also ich habe gerade so überlebt und dann bleiben die Stacheln auch auf dieser fliegenden Plattform stehen. Okay, also die Plattform bewegt sich dann noch irgendwie weiter. Okay, ich spiele mal nach die Stelle irgendwie. Oh, oder wir standen direkt hier. Damit kann ich auch leben. Stimmt, Checkpoints sind ja hier eine Sache. Ich bin es halt von Zero und so weiter gewöhnt, dass man beim Game Over halt komplett die Mission neu machen muss. Und man halt die Checkpoints nur nutzen kann, wenn man noch Leben hat. Aber in diesem Spiel scheint man ja an manchen Stellen so leicht zu sterben, dass sie sich gedacht haben, ja, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. So, nicht vergessen, immer schön hier auf den Blitz gehen, wenn ich ihn nur abschießen kann. Aber es scheint auch niemand von den Fledermäusen zu sein, der die Stacheln wirft. Die fallen einfach so aus der Luft. Das heißt, ich kann da auch niemanden vorher abschießen oder so, um das zu verhindern. Nee, ich kann nur während meiner Unverwundbarkeit die Zeit ausnutzen, um nicht drauf zu gehen. Und da sind Stacheln, das sieht ungesund aus. Also versuche ich da. Nee, drüber geht nicht. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Ist nicht nett. Das sieht aus wie eine Plattform da oben. Warum hätten sie es... Das sieht wirklich aus wie eine Plattform da oben. Das geht doch jetzt nicht. Oh, da kommt noch eine. Das ist schön. Die mich jetzt hoffentlich nicht in die Stacheln... Denn da stand, sobald ich irgendeine Gefahr sehe, abspringen. Das hat sie ganz betont gesagt. Spring ab. Wenn ich was Gefährliches sehe. Und hier war ducken die Antwort gewesen. Uah. Ja, wäre schön, das zu haben, aber ich komme da, glaube ich, nicht ran, wirklich. Na gut. Ich habe einen, der sollte reichen. Ansonsten spiele ich so lange, bis ich halt nicht mehr so schlecht bin, aber damit komme ich klar. Das sieht nach einer Arena aus oder bloß einem anderen Gebiet hier. Nee, ist erstmal ein normales Gebiet. Gut. Libellen? Ja, okay. Oh, Gravitation. Das muss... Ja. Ja, das ist nicht schwer. Weltraum, Pfeile, die nach oben, unten zeigen. Okay. Ja, aber es ist schon etwas Auffälligeres da. Darfst du mal erklären. Das war jetzt auch kein komplexes Konzept. Aber die Rakete hält sogar auch an, um sich anzuhören, was Alia uns zu sagen hat. Das hier ist ein Gravitationsumkehrgerät. Es kann Gravitation kontrollieren. Das, ja... Und kann es hier oben und unten verdrehen. Und natürlich kannst du natürlich das auch zu deinem Vorteil nutzen. Ich wurde von der Rakete nicht getroffen. Das ist vorteilhaft. Solange es nicht per Zufall sich umdreht, zum Beispiel wenn ich hier gerade an den Stachel vorbeirenne, das wäre unpraktisch. Also das ist der Sinn dahinter. Ich kann es nicht absichtlich machen, ich muss da einfach durchspringen. Also ich kann es nicht wirklich zu meinem Vorteil nutzen, ich muss es einfach benutzen. Aber zumindest ist es dafür gedacht, dass ich halt nicht in die Stacheln durchrennen muss. Also es gibt zumindest einen sichtbar guten Grund, das zu benutzen. Ach so, es geht nur darum, welchen Pfeil ich benutzen muss, oder? Wenn ich hier oben... Nee, das dreht sich dann auch um. Ich dachte, das hätte jetzt vielleicht so eine clevere Mechanik sein müssen, dass halt die Gravitation, was weiß ich, sich so umdreht, je nachdem, welchen Pfeil ich berühre. Aber das scheint nicht der Fall zu sein.
Aber ja, ich muss hier auf diesen Sigma-Typen aufpassen. Kann ich die verschieben? Nein. Sieht irgendwie so aus. Anscheinend kann ich die wirklich irgendwie Ach nee. Das wäre jetzt... Ach, nein, ernsthaft. Was ich gerade sagen wollte, war eigentlich, dass ich... Achso. Okay. Nee, ich kann damit nichts weiter machen. Doch, kann ich machen? Aber ich bin gezwungen, halt wieder zurückzulaufen. Okay, das hätte man also vorher machen müssen. Nee, also indem man halt die Gravitation umdreht, hätte man dieses rosa Ding, ich glaube eine Lebenserweiterung ist das, wieder umdrehen, also freilegen können. Aber ja... Die Chance ist vorbei, ist jetzt sozusagen nächster Checkpoint oder nächster Bildschirm. Das wird dann hier einfach abgeschnitten, man kann nicht mehr zurücklaufen. Man kann aber nur anscheinend nochmal die Gravitation umdrehen, wenn einem danach ist. Aber aktuell ist das anscheinend nicht nötig oder beziehungsweise sollte man auch gar nicht tun, weil da wäre ich hier in die Stacheln geraten. Und hier ist auch schon die Boss-Tür. Ja, dann ist so gut. Von mir aus. So, Lebensenergie schon relativ niedrig, aber da kann ich mir zumindest sein... Muster anschauen, um herauszufinden, wie er so kämpft und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Ich wollte gerade fragen, ist es vielleicht so einer, der sich hier aus Kleinteilen zusammenbaut oder ist halt bloß hier, um zu verdecken, wie er auftaucht? Ah, ja. Nur um zu verdecken, um hier ein bisschen Drama zu machen. Das hätte also keinen praktischen Sinn. Gut. Hey, ich habe schon auf dich gewartet. Hey, kannst du nicht verstehen, die Wichtigkeit unserer aktuellen Situation? Englischer Satzbau. Ich setze auf zwei nicht gleichzeitig sichtbaren Boxen verteilt. Ich versuch's. Wir haben keine Zeit, um zu kämpfen. Ja, wer ihn kümmert's? Ich nehme keine Anweisungen an von niemanden. Das Wort Sigma bedeutet mir gar nichts. Ich werde alle Mavericks wie dich zerstören. Ja, ich bin bereit. Okay. Oh, Level 11, das klingt gefährlich. Ich glaube, dieser Squid Adler, der Typ aus der bescheuersten Stage überhaupt, der war, glaube ich, Level 7. Das heißt, es könnte unangenehm werden, aber ich weiß noch nicht. Ach schön, die Flügel berühren ist in Ordnung. Das wäre auch sehr unfair, weil die halt sich extrem schnell und stark bewegen. Erinnert natürlich hier ein bisschen an Dracula so. Also hier, Dracula kämpfe hier mit... irgendwelchen Dingern aus dem Mantel schießen und so weiter. Ich hab ihm schon die halbe Energie abgezogen. Aber die scheinen ja irgendwie zum Ende manchmal sich noch was anderes auszudenken. Das war zumindest beim Izzy oder Iggy so gerade gewesen. Aktuell macht er nichts. Okay, diesmal fliegen die ein bisschen anders und das hat wehgetan. Aber irgendwie ist er fast... wieso klappt der Wandsprung gerade nicht ordentlich? Fast tot... Und jetzt fliegt er einfach die ganze Zeit hin, ohne überhaupt mal anzugreifen. Das sieht gefährlich aus. Und deswegen greife ich zum Energietank. Bitte durchspringen? Ja, so sieht's aus. Was? Nicht? Sieht doch super so aus. Ich versuch's nochmal. Na gut, dann hätte man an der Wand ausweichen müssen. Aua. Okay, er denkt sich wirklich noch was aus. Aber er ist sowieso fast tot. Dann ist in Ordnung. Ist ja auch egal, weil das Subtank ist jetzt sowieso weg, den kann ich ruhig also da macht jetzt ein bisschen mehr Schaden mir nichts aus. Ja, damit ist erledigt, dass bin mit einem halben Tank reingegangen, einem halben rausgegangen, also mit voller Energieleiste hätte ich ihn vermutlich auch einfach so geschlagen. Okay, also für mich sagt das Level jetzt wirklich überhaupt nichts mehr aus, weil wenn der Level 11 war, nee, also keine Ahnung, was das soll. Ja, und natürlich haben wir wieder haufenweise Sachen bekommen. So, hat sie noch irgendwas anderes zu sagen? Ich meine, es sind immer dieselben Sachen. So, ich nehme immer jeweils das andere. Wir haben einen Teil bekommen, haben irgendwas bekommen. So. In Bezug auf Dark Izzy. Er war ein Maverick, der vor 3 Jahren von Sigma kreiert wurde. Aber du hast ihn zerstört. Seit Sigma eine große Menge des Virus verbreitet hat, hat er keine Energie mehr gehabt, um sich selbst zu vermehren. Also Sigma jetzt? Oder? Und wir haben jetzt hier den Tank gefunden. Und damit sollte eben das Space Shuttle genug Stoff haben, um zum der Basis da oben, also zu der Kolonie, fliegen zu können. Und komm bitte zurück.
Jo. Also war es diesmal anscheinend kein Ex-Maverick Hunter, sondern diesmal einfach wirklich ein Maverick mal gewesen. Ich weiß nicht, ob das mit den anderen dreien auch so ist. Ich habe mir jetzt die Beschreibung ja nicht durchgelesen. Vielleicht habt ihr das gemacht, wo der Signas das erklärt hat. Auf jeden Fall haben wir damit wieder ein bisschen was beigetragen. Gut, die Kolonie ist noch nicht zerstört, aber wir haben zumindest einen Plan, wie wir sie aufhalten können. Der letzte hat zwar nicht geklappt, aber warum nicht einfach nochmal das versuchen? Auf jeden Fall sind wir gut dabei, die 8 Bosse zu töten. Jetzt haben wir schon 5 von 8 geschafft und bestimmt wird danach noch irgendwas passieren, was ich nicht so genau weiß. Aber vielleicht hören wir uns bei der weiteren Mission wieder. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Zeit. Ja. Die Zeit ist endlich gekommen. Wir werden die Enigma starten. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Na dann, an die Arbeit. Unsere einzige Hoffnung. Ich bereue... Ja. Das Energieniveau. Die Enigma hat versagt? Oh Gott, nein.